Gefeiert wird 10 Jahre Quartiersmanagement im Brunnenviertel. War vor allem das durch die vielen Aktiven im Kiez Erreichte soll gefeiert werden. Am 12. September wird von 15 bis 19 Uhr auf der Strelitzer Straße ein großes Kiezfest stattfinden. Diesen besonderen Tag wird Stadtrat Carsten Spallig eröffnen. Das Bühnenprogramm von 15 bis 19 Uhr führt 9 Showpunkte auf, unter anderem Cheerleading, Popmusik und Breakdance. Aus dem Kiez werden der Teenie-Musiktreff, der Fo Guang Shan Tempel und die VIP-Jugend auf der Bühne zu sehen sein. Eine tolle Sache ist die Wissensbörse. Nachbarn erklären Nachbarn Dinge des Alltags oder auch schwierigere Dinge. Zum Beispiel Kiezfotograf Michael Becker lädt an 2 Terminen zum Erfahrungsaustausch zum Thema Fotografie ein. Oder Zaide Bazar kocht mit allen, die Lust dazu haben, und erklärt alles rund um das Thema Opferfest. Die Wissensbörse ist quasi eine Art selbstorganisierte Volkshochschule und läuft bereits seit einem Jahr. 3 Aufrufe laufen derzeit. Zum einen für den Aktionsfonds. In beiden Quartieren werden Ideen gesucht. Bis zum 14. September, bis zum Ende September suchen die beiden Quartiersmanagements Ideen, die die Nachbarschaft stärken. Außerdem wird für das große Projekt Zukunftswerkstatt Brunnenviertel ein Träger gesucht. Ein Träger, der schon Erfahrung hat und Know-how in Moderationsprozessen. Hier ist die Abgabe auch Ende September. Die DGWO, das Wohnungsbauunternehmen, baut günstig auf dem alten Busdepot. Nächstes Jahr im Sommer soll es losgehen mit dem Bau von 120 Wohnungen in der Wattstraße. Im Moment ist dort eigentlich eher eine Brache. Auf 4000 Quadratmetern Grundfläche soll dann gebaut werden, vor allem 2- und 3-Zimmerwohnungen. Ein Drittel davon, also 40 Wohnungen, werden Mieten von 6,50 Euro haben. Die 4. Weddinger Sprach- und Lesewoche findet vom 4. bis 12. September statt. Organisiert wird die Woche von Frank Sorge und Daniel Gollasch. Auch im Brunnenviertel kann man Live-Literatur erleben, und zwar in der Gleimoase. Hier organisieren Dunja Berndt und Holger Eckert einen kleinen Songwettbewerb. Die neue Quartiersmanagerin Johanna Begrich arbeitet in Vertretung für Nadja Franze im Quartiersmanagement Brunnenstraße, und wir möchten sie ganz herzlich begrüßen. Etwas knapp ist dieser Hinweis kurz nach Erscheinen des Newsletters. Am 29. August ist die Lange Nacht der Museen und auch das Brunnenviertel wird ganz kurz gestreift. Die Mauergedenkstätte nimmt an der Langen Nacht der Museen teil.